Rapper Mittwoch Battle Mania Vorrunde mit Beat 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Herzlich willkommen bei Rapper Mittwoch in Frankfurt! Alter Schwede, wir hatten heute schon eine richtig geile Cypher. Zieht euch das Ding auf jeden Fall rein. Und einen herzlichen Gruß an alle Leute, die zu Hause sind bei Livestream.hiphop. Und natürlich ein riesen Hallo nochmal an alle Leute hier im Batschkap heute Abend, Frankfurt! Wir haben heute Abend wie immer eine Battlemania auf die Beine gestellt mit 8 MCs. Der Titelverteidiger ist zwar da, aber er hat gesagt, er hält sich zurück, weil er nicht so gut vorbereitet ist. Muss man akzeptieren, deswegen haben wir heute 8 neue MCs, die um den Titel des Battlemania Champions kämpfen. Es geht um 200 Euro in Bar und ein 200 Euro Gutschein für Dangerous. Und der Zweitplatzierte kriegt 2000 Sticker von Deine Stadt klebt. Damit das Ganze auch ein bisschen geordnete Bahnen nimmt, falls irgendwie eine Entscheidung nicht klar ist, haben wir ein Gremium heute am Start. Deswegen macht erstmal Lärm für das Gremium heute in der Battlemania. Jarambo, Jizzy und Mighty P. Nice, Alter. Kommen wir zu den MCs heute Abend. Eieieiei. So. Fangen wir doch mal mit dem ersten MC an, den ich hier in meiner Hand habe. Bitte macht mal alle Lärm für J.U. So. Genauso viel Lärm oder wenn nicht noch mehr, bitte für Bass on. Rap oder stirb. Frankfurt, so funktioniert es nicht. Genauso viel oder mehr. Wir müssen uns ja steigern. So. Genauso viel Lärm oder noch mehr. Bitte für Jolle. Läuft doch. Nee, Jizzy battet heute nicht. Oh, genauso viel Lärm oder mehr. Bitte für MC Goiner. Ihr wisst, Frankfurt, ne? Ihr müsst euch jetzt steigern. Ihr habt jetzt die Messlatte hochgesetzt. Seid mir jetzt alle ruhig! Goiner, Hype ist da, Alter. So, der nächste MC auf unserer Liste. Macht mal alle Lärm für Triple B! So, 3 MCs haben wir noch. Genauso viel Lärm oder noch viel mehr als bei MC Goiner und allen anderen. Bitte für Tommy Too Late! Bruder, ich zähle auf dich, Alter. Du musst die Leute anheizen. Gib mir das Mic. Wenn du ein Mic hast, Alter, dann kriegen wir hier direkt Lärmschutzbelästigungsanzeige. Dann genauso viel Lärm bitte auch nochmal für JJ Glünderle! Nices Teilnehmerfeld, Alter. Richtig geil. Und der 8. MC heute Abend macht mal richtig Lärm für ein bekanntes Gesicht von Rapper Mittwoch, für Tizos. Vorrunde bei Rapper Mittwoch. Jetzt muss ich mal hier zu euch runterkommen. Guck mal, Digga, du darfst ziehen. Normalerweise lasse ich nur Frauen hier aus der Box ziehen. Zieh mal aus jeder ein. Aus jeder ein, genau. Sag mal den zuerst. Macht mal Lärm für Jolle. Hey, Jungs hier. Ganz locker bleiben. Oh, nee. Hast du den Zettel verloren jetzt oder was? Guck mal, der Herr hilft dir. Schwächeanfall. Jolle gegen Tommy Too Late Frankfurt. Das erste Match heute Abend. Jolle wurde als erster gezogen, deshalb frage ich dich, Faust oder Ficker? Faust. Ach nee, wir haben ja hier Kopf oder Zahl. Ha, hast du gar nicht gemerkt, ne? Das ist schwierig. Dann Kopf. Kopf, okay. Ich guck mal, ob das klappt. Rapper Mittwoch Battlemania Vorrunde. So, Zahl, Tommy Too Late, was sagst du? Wer fängt an? Okay. Jolle fängt an. Rapper Mittwoch, das erste Match der Vorrunde. Ich will alle Hände oben sehen. 8 Takte über den Beat, Füße, Schlagabtausch. DJ Peach, Rapper Mittwoch, let's go! Hier, hier, ha, ha, alle Hände hoch. Ha, ja, ja, Jotto, Doppel-L-E.
Ich gewinn die Flo-Runde eh, weil vor mir ein Vollidiot steht namens Tommy Too Late. Digga, du holst dir einen runter und deine Finger riechen danach Fotz ins Sekret. Digga, Alter, weil du grad kein Mann bist, ich bettel dich und ich bin grad mal 20. Das war gelogen, aber Mann, das ist mir scheißegal. Ich schreibe Parts und ich ficke deinen Arsch, ah ja. Du weißt Bescheid, Mann, ich bin der King im Rap. Du bist 12, geht es heute um deinen Intellekt. Das ist Tommy Too Late, ey, die Bühne heute sofort verbrennt. Du bist ganz schön unsportlich für nen Sport-Student. So sieht's aus, ich werde dich umschmeißen. Deine Fachrichtung, das ist Hula-Hoop-Reifen. So sieht's aus, Mann, ich nehme dich im Doggy-Style. Du findest Rap gut, such dir ein anderes Hobby, Mann. Ich komm ans Mike, ich nehme deine Mutter oral. Ich bin Team-Boss und er ist Team-Normal. Ja, ja, Digga, das ist ziemlich realistisch, aber ist mir ganz egal. Ich fick dich, weil du eine Bitch bist, Digga. Ja, ich hab noch vier Zeilen. Ich bin grad am Freestyle und ich werde dich vier teilen. Motherfucker, was geht ab, Mann? Ich rappe viel zu dumm für dich, weil ich dich im Frankfurter Rotlicht fick. Was geht denn ab? Ich werde den Punker hier entstellen. Audio 88, manchmal helfen Schellen. So sieht's aus, shit, ich geb dir ein Backenballett. Und Digga, du weißt ganz genau, deine Kacke ist wet. So sieht's aus, Alter, du wirst von der Bühne gerutscht. Dragon Ball Z, du hast mein Dragon Ball gelutscht. So sieht's aus, Alter, ich schmeiße diesen Homo raus. Du guckst ein bisschen weird, ey, so wie im Drogenrausch. Digga, Digga, was für Dragon Ball, ich rappe fresh und alle wissen, dass ich viel zu fresh flow. Du bist eine Mischung aus Gymnasium, Gangster und Solarium-Rapper. Und deine Mutter quetscht ihr Gesicht in meinen Schritt wie kleine Kinder ans Aquariumfenster. Alter, was ist denn los mit der? Ich bin der Typ und ich flow so derbs und alle denken, dieser Typ, der hat diese Flows gelernt. Ah, was er labert, das interessiert mich nur in Scheißdreck. Gymnasium, Gangster, gleichschenkliges Dreieck. So sieht es aus, meine Steche in ihm rein. Tommy Too Late, Mutterficker, battle diesen Reim. So sieht's aus, Alter, ey, ich fick deine Rolle. Es reicht für dich, ich raum darauf einfach nur Jolle. Und dann weißt du Bescheid, Mann, du kannst heute nach Hause gehen. Ich habe keine Ahnung, was der meint, sich heute rauszunehmen. Vorbei Frankfurt, macht mal Lärm für dieses erste Match heute Abend. Die MCs geben sich Respekt. Jetzt bin ich mal gespannt, geiles erstes Match. Jolle hat angefangen in diesem ersten Ding. Frankfurt, wenn ihr dafür seid, dass Jolle auf meiner linken Seite in die nächste Runde soll, dann jetzt bitte alle Hände für Jolle. Wenn ihr dafür seid, dass Tommy Too Late in die nächste Runde soll, dann bitte die Hände für Tommy Too Late auf meiner rechten Seite. Dankeschön. Herzlich willkommen im Halbfinale, aber trotzdem nochmal Applaus bitte für Jolle Frankfurt. Ja, liebe Leute, hier nun die beiden MCs aus dem ersten Match in der Vorrunde. Heute bei Rapper Mittwoch in Frankfurt. Erste Freestyle, 8-Takte Schlagabtauschbegegnung. Hatten wir Tobi, Tommy, Tobias, Too Late gegen Jolle. Jolle, wie war's für dich? Ich habe dich das erste Mal bei Rapper Mittwoch gesehen. Warst du heute das erste Mal dabei? Nee, ich war tatsächlich in Köln schon dabei und da sogar im Halbfinale. Und deswegen dachte ich, ich komme sogar nach Frankfurt. Okay, das heißt, du bist aus Köln heute nach Frankfurt gekommen? Ja, ich stand auf der Gästeliste, also ja. Okay, Digga, Gästeliste läuft bei ihm. Dich kenne ich schon von Rapper Mittwoch, so hast du auch immer gute Leistung gebracht und dann dich auch heute durchgesetzt in der ersten Runde gegen Jolle. Wie war es für dich heute in Frankfurt? Hast du in Frankfurt auch schon mal mitgebattelt? Ne, bisher noch nicht so und hat sich gut vertragen mit Besuchen von Leuten in Frankfurt. Und ja, hat Bock gemacht auf jeden Fall, dann auch durch die Quali geschafft irgendwie bis Halbfinale. Und komm mit Sicherheit wieder, weißt du gerade aus dem Kopf, wann das nächste Mal ist? Wann ist das nächste Mal? Ich weiß nur, 17.12. in Berlin. Ich hab's nicht im Kopf. Aber. Was meinst du? Dies Jahr noch? Nee, dies Jahr ist nur noch. Nee, dies Jahr ist keine Show mehr, oder? Nee, keine mehr. Ja, er hat gerade die Quali angesprochen, wo er sich durchgesetzt hat. Zieht euch auf jeden Fall auch die Quali rein, denn die war heute in Frankfurt auch richtig nice. Und guckt euch auch die Cypher und ich bin gespannt, nächste Runde, Alter, was er bringt. Bam! Aus jeder Box ein. J-U. J-U gegen J.J. Glünderling Frankfurt. Du wurdest als erstes gezogen. Was sagst du, Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Aber auch keine Trickzahl. Mr. Glünderling, the stage is yours. Alles klar. Okay, Frankfurt, ich will alle Hände oben sehen, jetzt, wenn der Beat losgeht. DJ Pete, zweites Match in der Vorrunde. Okay, J2 gegen JJ Glünderling, Alter. Let's go, Jungs. Ja, ja.
Okay, alles klar, ich mache jetzt den Boss-Move und zerstöre ganz locker J.U. So sieht's aus, Alter, die Note wird gefickt. Nimm mal die Cappy ab und guck mir ins Gesicht. Denn ich werde dich erledigen. Mama meinte, bettel keine Minderjährigen. Denn du wirst gepumpt, fick dich einfach, denn du bist zu jung. Yeah, was treffen Sie auf JJ Glünderling? Deine Mutter ist von YouPorn die Gründerin. Und was treffen Sie auf JU? Nach der Gründung wurde deine Mama stockschwul. Digga, ich mein dein Vater, aber deine Mama nutzt gern mein After. Ja, yeah, Digga, JU Sinatra, JJ Glünderling, U7, Chick Bahnfahren. Ja, yeah, auf jeden Fall, was für ein krasseres Kind. Meine Mutter ist schwul. Ja, das macht einen Sinn. Du Idiot, Alter, ich bin 30, ja. Ohne Scheiß, aber den Diss, ich peil ihn nicht mal. Du Trottel, Alter, fick dich direkt weg. Check kurz, JJ Glünderling ist hier der Chef. Du Idiot, Alter, du bist halt ganz kurz einfach nur das größte Opfer in Frankfurt. Yo, yo, ey, ist cool das hier. Du bist 30 Jahre, ey, was suchst du hier? Digga, der ist nicht ein Blockmember. Digga, geh mal zum Jobcenter. Digga, er ist hart und so, aber jeden Tag arbeitslos. Digga, JJ Glünderling, deine Mama nutzt den Dödel und ist der King. Ey, Mutter ficken, bei mir wirkt's nicht. Komm mal in mein Alter, da macht man das wirklich. Da ist man nämlich alt genug. So sieht's aus, hör mir ein. Boy, Otsumu, guck mir in die Fresse, dreh dich nicht weg. Denn du stehst neben dem Chef, du hast Mundgeruch. Alter, putz dir die Zähne. Der kommt mir nicht in die Quere. Kein Problem, schau gut weiter, dass ich ihn ohne Grund dann hau. 30 Jahre Walla, er ist jung zum Frau. Macht auf, übelster Ficker. Deine Mama, Bahnhof, der Ticker, Digga, JJ Glünderling. Yo, du, ich bin der King. Fick dich in den Arsch, Digga, was geht ab, du Spaß. Ey, Digga, rasier mal dein Bartwuchs. Du machst auf krassen G, Hells Angels ohne Tattoos. Vorbei, Frankfurt, macht mal Lärm für dieses zweite Battle in der Vorrunde. Nices Ding, Alter. JJ hat angefangen. Frankfurt, wenn ihr dafür seid, dass JJ Glünderling sich durchgesetzt hat, dann jetzt die Hände für den MC auf meiner rechten Seite. Wenn ihr dafür seid, dass JU sich durchgesetzt hat in diesem Freestyle-Battle, dann jetzt alle Hände für JU, bitte. Ich denke, es ist eindeutig. Herzlich willkommen im Halbfinale, JJ Glünderling. Ja, kommen wir hier nun zum zweiten Match der Vorrunde. JU, der leider nicht mehr da ist, der musste nach Hause oder wer weiß wohin. Gegen JJ Glünderling. Ich fand das sehr spannend, weil dich kenne ich schon. Du hast auf jeden Fall einen Namen, so man weiß, okay, du kannst battlen, du kannst A Cappellas. Und der JU kenne ich vom letzten Mal noch aus Frankfurt. Der ist auf jeden Fall jung und hungrig. Ich glaube, der ist 19 Jahre alt. So. Und das war auch so ein bisschen Inhalt eures Battles, so diese zwei verschiedenen Ansichten. Sag du doch mal, wie war das Battle für dich? Ich fand, das Battle war ehrlich gesagt mega knapp. Also als ich es gewonnen habe, ich dachte, scheiße, jetzt gegen den rausfliegen wäre ein bisschen ärgerlich. So. Na klar, konnte man irgendwie so ein bisschen die Karte spielen, dass wenn er Mutterlines bringt, dass man sagt, so Dicker, dafür bist du halt ein bisschen jung. So. Also das nehme ich dir nicht wirklich ab, beziehungsweise ne, Mutterlines nimmt man irgendwie nie jemandem ab. Aber ich fand, da konnte man ihn so ganz gut drauf angreifen. Da hat er die Cappy so tief ins Gesicht gezogen, kann ich sagen, ne, guck mir in die Augen, hab ihn super fokussiert, bin sehr nah an ihn ran, hab versucht, ihn unter Druck zu setzen. Sobald er was gesagt hat, bin ich weggegangen, ne, so ein bisschen dumme Körpersprache, Spiele halt. Aber am Ende muss man sagen, es war arschknapp. Es war arschknapp, wie du gerade sagst, du bist an den Rand. Bei dir ist ja echt schon mal geil, wenn man das beobachtet. Ey, guckt euch das im Video nochmal an. Der geht hin und her, zack, bam, Alter. War aber auf jeden Fall ein nices Battle. Wie gesagt, ich fand es spannend, so, so einen jungen Typen gegen jemanden wie dich, den man kennt. Und du hast dich am Ende durchgesetzt, so knappes Ding. Ja. Wobei man sagen muss, was halt immer so schwierig ist, weißt du, du sitzt, du kommst einfach eiskalt auf die Bühne. Wenn du nicht in der Cypher, nicht in der Qualifikation bist, dann ist es hart schwer, direkt reinzukommen. So, du bist halt total kalt und das... Ja, das, ich habe dann gemerkt, so, dass es mir dann später wurde man wärmer einfach. Ne? Ja, wie gesagt, entweder geht in die Cypher oder macht euch ein paar warme Gedanken und dann kommt in die Battle Mania. Ich bin gespannt auf dich in der nächsten Runde. Peace. Wo du anfängst, egal. Hauptsache aus jedem Topf einer. Hey, alles klar? Wen hast du? Base on Frankfurt gegen. Ich bin gespannt. Bruder, wenn jetzt kommt. Triple Beat. Frankfurt macht mal Lärm für Base On gegen Triple Beat. Base On hat jetzt gezogen. Kopf oder Zahl? Zahl?
So, Bayzone hat gewonnen und sagt Triple Beat zu Anfang. DJ Pete, sind wir bereit? Frankfurt, seid ihr bereit? Dann will ich alle Hände oben sehen jetzt. Ja. Drittes Match in dieser Vorrunde. Acht Takte Schlagabtausch. Ja. Triple Beat gegen Bayzone. Was geht, FFM? Ey, ich komme, ich habe diesen kleinen Satz. Ich muss anfangen, weil du vorst du keine Eier hast. Ich zerfetz diese Crackbitch. Seit wann ist Casey Rebel so hässlich? Ey, ich weiß, ich wumms gleich den Deppen. Gia, lass wieder uns beide battle. Ey, oh Gia, die Brüste ist ne Bitch hier im Land. Sorry, Jungs, der ist mir halt so irrelevant. Digga, hör auf zu zittern. Du bist kein Rapper, Alter, du bist nur ein Twitter. Junge, du bist nur ein Twitter. B-A-C-D, Land, ich bin der größte Ficker. FFM, gib mein Fick auf Köln. Dieser Bastard will mir einfach nix gönnen. Alter, was los, Triple Beat? Das ist der Baba, der auf deine Visage schießt. Change. Ich weiß, ich bin gerade hier in Fahrt. Es gibt nur einen Baba, ala Baba, das Ratar. Ey, ich weiß, ich hab echt noch Verkehr. Schau dich an, Bruder, du bist noch fetter als er. Ey, yo, wenn ich rappe, das ist so hammerhart. Mehr Freestyle, weniger Baklava. Ey, ich weiß, ich bin gerade der Banger. Mehr Freestyle und weniger Falafelteller. Change. Digga, Glatze ist da, Bauch ist da. Scheiß auf diesen Triple, diesen mächtigen Mister. Schwick auf die Spisser. B-A-Z-T, ich bin Henker und Richter. Digga, was für Baklava. Ich mach hier ein Attentat, Ankara. Junge, das geht langsam los. Wie erzählt, ich leg die Flows. Junge, ich bin viel zu groß. Change. Ja, Mann, du bist ein krasser Versager. Dein Battlesieg, das ist eine Fata Morgana. Das krasse Turnier, weißt du was? Ich halt Abstand von dir. Ey, ich weiß, ich bin ein Reggae Man. Nein, Mann, du siehst aus wie ein Casey Fan. Nein, ich ficke deiner Mutter auf der Raststätte. Du siehst aus wie Casey, wenn er es nicht geschafft hätte. Change. Was für Casey, ist ja aus wie JC, er ist wie zu lazy. Bayzone hat die Basie. Das ist Frankfurt, FFM, Bayzone Präsident. Das ist deine Existenz, Junge, renn du letztes Hemd. Das ist Bayzone, was du Schwanz. Junge, ich hab das, was du nicht kannst. Mir egal, das ist so ein Opfer. Junge, ich bin Techniker, JJ Okocha. Vorbei, Frankfurt, bitte lernt für dieses Battle. Gebt euch beide Respekt. Ihr entscheidet das wieder durch eure Hände. Ihr könnt natürlich auch Lärm machen, aber die Hände sind entscheidend. In diesem Battle hat angefangen Triple Beat. Daher, wenn ihr dafür seid, dass der Junge auf meiner rechten Seite ins Halbfinale einziehen soll, dann jetzt Hände für Triple Beat. Das Gleiche müssen wir jetzt auch nochmal fragen. Bitte, wenn ihr dafür seid, dass der Herr auf meiner linken Seite ins Halbfinale soll, dann Hände für Bass On, bitte. Bitte nochmal Applaus für beide MCs hier in der ersten Runde. Herzlich willkommen im Halbfinale Triple Beat. Ja, das nächste Match in der Vorrunde heute bei Rapper Mittwoch, Triple Beat gegen Bass On. Triple Beat kenne ich selber auch schon, guckt euch die Cypher an. Wir hatten auf jeden Fall auch einen nice Schlagabtausch, du hast dich auf jeden Fall da schon warm gerappt. Gegen Bass On, dich kannte ich bis jetzt noch nicht. Erzähl du doch mal, erste Mal bei Rapper Mittwoch oder warst du schon mal dabei? Ich war schon in Köln mit dabei, war bei Ist doch nur Rap mit dabei, auch letztes Jahr in Frankfurt. Hab gegen Amigo gebattelt. Genau, ich auf jeden Fall check das mal aus gegen Amigo bei Ist doch nur Rap. Und ansonsten bei Köln, in Köln war ich mit dabei und ja, jetzt erstmal mit der Battle Mania auf jeden Fall, genau. Nice. Ja, wie gesagt, dich kennt man ja schon von Rapper Mittwoch und auch von Ist doch nur Rap. Wie war er als Gegner für dich? Kanntest du Sachen über ihn? Hattest du irgendwie sowas, okay, da kann ich ihn angreifen? Oder war das einfach so, ey, come on, random, Freestyle, scheiß drauf, ich geb ihm? War tatsächlich relativ random so. Also ich kenne ihn ja auch so vor Köln so, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Personals rausgehauen hätte können oder so. Aus meiner Perspektive war es halt so, dass in den ersten zwei Schlagabtauschen, sag ich mal so, die Energie relativ stark war so. In der dritten habe ich persönlich dann, finde ich, ein bisschen nachgelassen so. Ja gut, im Endeffekt hat das Publikum da für mich entschieden. Ich muss dann selber halt schauen, wie es gewesen ist. Dich sehen wir in der nächsten Runde und sehen wir dich auch in Zukunft für Rapper Mittwoch wieder. Kommst du zurück? Battlest du weiter? Auf jeden Fall gerne. Mein Ziel ist, in die BMCL zu kommen, weil ich denke, ich bin A Cappella richtig stark. Auf Beat auch, aber es halt, wie gesagt, kommt auf die Leute an. Ne? Es gibt immer sehr viele, wie gesagt, zwar denke ich mal schon auf Augenhöhe, ne? Unser Battle. Kommt immer auf die Leute an. Ne? Ihn kennen halt noch mehr Leute. Ich bin halt so ein Underdog, den noch keiner kennt, aber auf jeden Fall komme ich zurück, definitiv. So, nächstes Jahr Frankfurt spätestens wieder, bin ja hier aus der Gegend, aber mal gucken, vielleicht wieder in Köln oder wo auch immer. Genau, bin am Start. Genau, also checkt Bass On in den kommenden Battles aus und Triple Beat sowieso. Nächste Runde. Peace. Du? Ja.
Steht dir frei, wo du zuerst willst. Musst du aufmachen. Ja, du musst aufmachen. Taisos! Und wer könnte auf dem zweiten Zettel stehen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, Alter. Alter, wenn ein letztes Bier runterfällt. Eieiei. Läuft. Macht mal Lärm für Taisos gegen MC Goldener Frankfurt. Das ist jetzt natürlich ein richtig geiles Match hier in dieser Vorrunde. Taisos, du wurdest als erster gezogen. Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Zahl, du darfst entscheiden. Fängst du an oder fängt er an? Okay, Taisos soll in diesem Match anfangen. Frankfurt, letztes Match in der Vorrunde. 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch über den Beat. Pete legt los. Alle Hände oben. Taisos gegen MC Goldener Frankfurt. Hände, Hände, Hände. Mehr, 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 mehr. Mehr, Hände. Ah. Ah. Hey, yo, Goldener. Ich hab dich doch schon mal zerfleischt. Warum hat denn ein Fick noch nicht gereicht? Ey, mal im Ernst, warum steht da dieser Dude? Ladies, man erkennt ja, ich ficke ziemlich gut. Ah, komm her mit deinen Baggins. Mann, du trägst eine Jogginghose, es sieht aus wie eine Leggings. Ey, du bist einfach viel zu fett und ich bin Taisos, aka ich bin viel zu fresh. Taisos, du willst battlen, aber nicht so, dann verpiss dich nach Hause im Konzentrationslager. So sieht's aus, was willst du auf der Bühne? Siehst aus wie ein Schnittlauch, ich fick dich auch. Ey, und jeder sieht, ich fick die Hure. Der sieht nicht aus wie Deutscher, sondern Hitlerjugend. So sieht's aus mit deiner Frisur. Was willst du hier nur machen? Fick dich nach Berlin, Binu. Ja, fick dich, Binu, Mann, ich ficke nur die Stuten. Ey, Konzentration solltest du auch mal versuchen. Jo, pass auf, mir ist grad gepackt, ey, in dem Lager. Tipp, Mann, dann nimmt man ab. Ey, pass auf, Alter. Ey, yo, MC Goiner, du hast keine Brüste, Mann, du hast da Euter. Fuck, Alter, was bist du für ein Heimann? Da kommt keine Milch raus. Nein, Mann, das ist Ayran. Ey, yo, Taisos, ich bin der Gangster. Meine Konzentration im Loch deiner Schwester. So sieht's aus, was willst du hier? Du weißt ganz genau, dass du dich hier blamierst. Und du weißt genau, ich fick dich eklig. Deine Mutter bläst, denn sie liebt mein Mikropenis. So sieht's aus, was willst du machen? Die Crowd gehört mir und du bist ein Lappen. Die Crowd gehört dir nicht, weil du es halt nicht bringst. Meine Schwester ist 5, Alter, heißt du etwa Finch? Was ist los, Digga? Was ist los mit dir? Sei dir sicher, du wirst gerade vor mir mit Flows passiert und krepiert und außerdem blamiert. Sei dir sicher, Goiner, hast du Haare, du wirst gern rasiert. Ah, oh, pass auf, ich mach's auch für 10,50. Goiner Bell gegen mich, das ist nicht vernünftig. MC Goiner, hier in der Bühne, ich geh auf. Deine Schwester ist 5 und sie steht drauf. Wenn ich sie entjumpfe, pädophiler Lego-Spieler. Was willst du machen, du Homo-Tierfieler? Ja, ich bin Bundesliga gegen Ungeziefer. Freestyle-Monster, was willst du hier machen? Und ich bin jetzt wieder schlage. MC Goiner, Halbfinale. Frankfurt, macht mal Lärm für das letzte Battle und ihr beide gebt euch Respekt. Harte Zeilen, aber ihr wisst ja, es ist doch nur Rap. Alter Schwede, ey. Ja, ich bin gespannt. Ihr habt das jetzt in der Hand, Frankfurt. Wer als letzter MC, als Vierter ins Halbfinale einzieht. Alles gut, Jungs? Alles gut? Alle Fronten geklärt, oder? In diesem Battle hat Taisos angefangen. Frankfurt, wenn ihr dafür seid, dass Taisos hier auf meiner linken Seite ins Halbfinale einziehen soll, dann bitte jetzt die Hände, Frankfurt. Wenn ihr dafür seid, dass MC Goiner hier auf meiner rechten Seite ins Halbfinale einziehen soll, dann jetzt bitte die Hände. Ich würde sagen, das war eindeutig. Taisos, herzlich willkommen im Halbfinale. Frankfurt, mach noch mal Lärm für alle MCs in dieser ersten Runde hier. Jo, kommen wir nun zum vierten Match heute in der Vorrunde bei Rapper Mittwoch. Und zwar Taisos gegen MC Goiner. MC Goiner, du wurdest in der Qualifikation mies gehypt, Alter. Ist ja echt so ein Ding. Ich meine, du kamst zu Rapper Mittwoch und man muss schon sagen, dass du jetzt nicht besonders einen Eindruck beim ersten Mal gemacht hast, ne? Dich aber echt gesteigert hast so und irgendwie so einen Hype um deine Person kreieren konntest. Ich muss aber auch sagen, aber irgendwie hast du den Hype dann aus der Quali nicht so ganz in die Battlemania heute mitgenommen. Was sagst du, woran lag's oder siehst du es anders? Okay, das sind viele Fragen. Erstmal ist doch nur Craig, okay. Zweitens, nein. Ich fand so, er hat souveräner gerappt, so, ich bin halt noch kacke auf Beat, ich bin scheiße auf Beat, so. Das hat er macht sehr gut, so. Ich fand so, vom Punches habe ich mehr Punchline zu gehabt, aber er ist verdient weitergekommen, so.
ja, ich bin A Cappella, ich liebe A Cappella, so, da bin ich viel sicherer da im Beat, weil wenn du einen Punchline hast, einen Konter, dann musst du den erstmal auf den Beat packen, das ist schwierig, ja, wie sage ich das so? Und ja, verdient, gewonnen, so, bin ärgerlich, bin auch abgefuckt so ein bisschen, so, ja. Geht weiter, Digga, ja. Bei dir mache ich mir keine Sorgen, Alter, so. Ja. Aber Props an ihn, verdient weitergekommen. Was sagst du? Ich meine, über dich brauchen wir jetzt auch nicht viel erzählen. Man kennt dich, Rapper Mittwoch, Tysos. Erstes BMCL jetzt letztens gehabt, ne? Richtig? Ja. War das erste. Wie sieht's bei dir aus? Wie hast du das Battle gesehen heute gegen MC Gönner? Wir sind ja schon mal in München aufeinander getroffen und das habe ich auch als Einstieg genutzt. Ich fand's halt gar nicht so klar. Also man hat halt irgendwie gemerkt, dass er näher dran war als in München. So, also in München fand ich es eine sehr eindeutige Geschichte. Da habe ich mich komplett sicher gefühlt in allem, was ich sag. Und immer, wenn er was gesagt hat, ist es okay, nice, immer noch meins. Aber heute war das so, weiß nicht, ich war dann selber dann auch ein bisschen unsicher. So dritte Runde wusste ich auch nicht mehr so ganz, was kann ich jetzt noch sagen. Das muss jetzt irgendwie noch ziehen, weil ich will es jetzt nicht aus der Hand geben, falls ich es denn gerade habe. Und bis die Hände oben waren, war ich mir selber eigentlich unsicher, ob ich gewinne. Also für mich war das nicht so eine klare Geschichte, aber die Eigenwahrnehmung ist auch, glaube ich, immer ein bisschen anders. Ja, ich sag auch, es war nicht klar. Ich sag nur, hätte er den Hype aus der Quali mitgenommen, ja, dann hätte er dich rasiert. Aber so hattest du Glück, dass er ihn nicht mitgenommen hat. So, weißt du, so war es dann halt eine knappe Geschichte. Wie gesagt, guckt euch selber nochmal an in der Quali, weil er hat miese Lines gehabt und wenn das da irgendwie mieser Applaus kommt, der ist nicht eingespielt von DJ Pete, kann ich euch sagen. Also. Noch was? Ja, folgt mir auf Instagram und gebt in YouTube ein, ist doch nur Craig. Peace. Nein, das ist ernst gemeint, ja. Ist sein Ernst.